So, liebe Leute von heute, herzlich. Moment. Okay, jetzt aber. So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Zenless Zone Zero, wo wir es letzt geschafft haben, Nicole und ihre Cunning. Ich will das ja sagen, irgendwie immer falsch aussprechen. Aber wir haben es geschafft, Nicole und ihre Cunning-Haares auf jeden Fall aus der Höhle, aus dem Hollow zu befreien. Wir haben es geschafft, sag ja, den Hacker abzuwehren. White Noise oder wie auch immer der am Ende sag heißen wird. Und ja, wir haben sag ja, den Tresor geöffnet. Daraus sind sag auf jeden Fall unsere Freifahrtkarte aus dem Hollow sag herausgefunden, gekriegt, erhalten. Eine KI oder sag auch ein Programm namens Ferry haben wir daraufhin auf jeden Fall rausgekriegt. Und wir haben dann sowieso auch erstmal ein HoYoverse typisches, ja, Erlebnis gehabt, ein Blick in die Zukunft, was uns ja höchstwahrscheinlich noch hier in New Eridu erwarten wird. Des Weiteren, wie schon gesagt, wir haben ja gesagt, das Programm oder auch die KI oder was auch immer namens Ferry aus dem Tresor befreit. Haben dann jetzt einen Lizenzvertrag mit ihr eingegangen. Wir sind einen Lizenzvertrag mit ihr eingegangen. Und ja, neben dem Programm Fairy, also Fee, gibt es auch noch Ghost, Djinn und, warte mal, Ghost, Djinn und Yokai. Ja, diese drei anderen Programme gibt es jetzt auch noch hier irgendwo in New Eridu. Und unsere Hauptaufgabe wird es sicherlich sein, jetzt nach und nach diese Programme zu finden, zu vereinen. Und daraufhin dann erstmal ja die Wahrheit über die Welt zu erfahren und darüber hinaus auch noch über die Hollows. Darüber hinaus hat sich jetzt irgendwas am HDD-System jetzt verändert, nachdem wir jetzt erstmal dieses Programm aktivierten. Und da wollen wir doch erstmal jetzt sehen, was hat sich jetzt hier verändert. Now, don't freak out. Barry, you there? He's finally here. Bell, this is... Huh? Our next news story is coming up right now. What's going on? System reset complete. I am a Type 3 general AI equipped with sequential integration. Development code, Fairy. Hello, Master. So? Bet that gave you a shock? Also, wirklich eine künstliche Intelligenz namens Fairy. The HDD system rebooted after you passed out, and there she was. Die Stimme kenne ich doch. I've heard this voice before. I'm certain of it. She's the one who was talking in my head while I was unconscious. Correct. I am a Type 3 general purpose AI equipped with total sequential integration. You can call me Fairy. I am happy to be of service. According to the user agreement you signed, I am to assist you in your work and wait for the opportunity to arrive. Wait, what user agreement? What opportunity are you waiting for? According to the user agreement, I am unauthorized to answer this question. You will receive an answer at the appropriate time and place. She's a tough nut to crack, but where's the fun if there's no challenge? Tja, was grinst du denn so? What are you so happy about, Belle? Master, I noticed a recent deletion and transfer of data to a third party. Which will hinder your career as an illegal Hollow investigator, commonly known as a proxy. I can assist you in recovering your losses and rebuilding your reputation as a proxy. Wait, so you can recover the deleted data? Negative. I am unable to recover deleted data. But I can help you rebuild your database. I have unlimited access to over 80% of all smart devices in the city.
With my assistance, data does not need to be accumulated, and real-time analysis of hollow extraction paths is possible. But that's not possible! Negative. That is precisely my core function. To prove this, I can assist you in hollow investigations. I've sorted through the anonymous forums on the proxy network for hollow investigation services and private information gathering, commonly known as Internaut, to find a commission that is appropriate for your current state. Please choose an appropriate time to carry out the operation according to your preference. I look forward to working with you, Master. Tja, abgesehen davon müssten wir jetzt eigentlich auch sowieso in der Lage sein, auch ein paar Belohnungen und Aktionen jetzt auch auszuführen, weil wir zuletzt auch die Internautsstufe 8 aktiviert haben. Weiß, ich habe es überprüft und diese KI, die sich selbst Fairy nennt, hat einige Aufträge aus dem Internaut herausgesucht. Der Schwierigkeitsgrad entspricht der Stufe unseres vorläufigen Kontos und die Bezahlung ist gut. Hat sie wirklich was draus? Drauf? Aber ich denke, es ist ein bisschen früh, um voreilige Schlüsse zu ziehen. Was ist, wenn sie eine andere Absicht hat, diese Aufträge zu filtern? Das müsste ich noch genauer überprüfen. Weiß, überstürze nichts. Du bist gerade erst aus dem Koma aufgewacht. Und es gab in letzter Zeit so viele unvorhergesehene Ereignisse. Tja, das Konto von Faison. Ja, denn dank des mysteriösen Hackers ging der Fortschritt des vorherigen Kontos verloren. Und das vorübergehende Konto Phantom Heart wird von nun an ein neuer Ausgangspunkt für Proxys Arbeit sein. Aber die Essenz ist gleich geblieben. Nur der Name hat sich geändert. Faison ist immer noch Faison. Obwohl es im HDD-System einen ungebetenen Gast gibt. Jedenfalls werde ich den Auftragshintergrund und die Auswirkung von Fairy auf das HDD-System noch einmal überprüfen. Weiß, du sollst dich heute mal früh aufs Ohr legen. Wir kümmern uns morgen um den Rest, wenn du ausgeruht bist. Tja, ein paar Polychrome haben wir jetzt auf jeden Fall erhalten. Internautsstufe hat sich jetzt, sag ein bisschen angepasst. Tja, aber ansonsten erstmal noch weiter fortfahren hier. Der Alltag, Training, Herausforderungen können wir jetzt aktuell noch nicht aktivieren. Standing by. Tja, und irgendwie sitzt der Sack hier wirklich noch ein bisschen weniger da als erwartet. Na gut, dann können wir jetzt, also, glaube ich, an der Stelle, wie es aussieht, wirklich hier sagt bloß. Tja, so wie es aussieht, ist der Prolog eigentlich immer noch aktiv. Gut, und jetzt haben wir auch den Signalladen hier anscheinend freigeschaltet. Tja, meinetwegen. Ich denke mal, ich fahre jetzt erstmal der Story ein bisschen fort. Leg mich dann jetzt erstmal aufs Ohr. Und dann sehen wir erstmal, was da als nächstes geschehen wird. Höchstwahrscheinlich gibt es dann gleich auch erstmal wieder einen Blick in die Zukunft. Oder auch irgendwas Unerwartetes. Eine Zwischensequenz müsste jetzt auf jeden Fall auch wieder hier kommen. Es ist schon ziemlich spät. Hoffentlich geraten wir nicht in weitere Schwierigkeiten. Tja, das wird auf jeden Fall kommen. So, was haben wir jetzt hier mal hier? Red Fang ist auf dem Weg zu ihrem Ende. Allgemein ist nur Bang Boo. Warnung, hütet euch von einem Proxy namens Freeman's Geweih. Tja, ich habe gerade erfahren, dass der Anführer der Bande Red Fang, Miguel Silva, in der Höhle ums Leben gekommen sein könnte. Etwas früher heute hatte die Sicherheitsbehörde eine Razzia bei der in der 14th Street verschanzten Red Fang durchgeführt. Die Operation blieb jedoch nicht,
blieb jedoch aufgrund einer plötzlichen Höhlenkatastrophe vor Ort erfolglos. Silver, der Anführer der Red Fang, betrat daraufhin die Höhle und sein Verbleib bleibt unbekannt. Mehr Mitglieder der Red Fang bestätigen das Verschwinden von Silver als wahr, weigern sich aber Gründe dafür zu nennen, warum ihr Anführer die Höhle betreten hatte. Angesichts seiner körperlichen Verfassung und der Dauer, die er bereits in der Höhle verbracht hat, könnte Silver eine große Gefahr sein. Obwohl die Mitglieder der Red Fang die Rettung ihres Anführers nicht aufgegeben haben, ist ihre Moral offensichtlich immer am Boden. Die Red Fang steckt hinter den Überraschungsangriff auf das Forschungsinstitut im letzten Monat, dessen Ursache noch ungeklärt ist. Welches Institut hat die Red Fang überfallen? Tja, ein Labor des White Star Instituts. Silver hat es geschafft, so viele Jahre auf der Straße ein Wesen zu treiben und ist jetzt schon einfach verschwunden? Klingt ein bisschen verdeckt. Jemand steckt wohl dahinter, lol. Tja. Nur an einem Tag ist so viel passiert. Ganz besonders der Traum, als bewusstlos war. Wenn ich daran denke, bekomme ich wieder Kopfschmerzen. Aber wenn das kein Traum gewesen sein sollte, was ist dann diese sogenannte Vereinbarung? Nein, mein Kopf tut zu weh. Ich habe noch viel zu tun. Da sollte ich mich jetzt erstmal ausruhen. Morgen ist es hoffentlich besser. Tja. Bezweifle ich. Guten Morgen, Weiss. Hast du gut geschlafen? Naja, nicht schlecht. Das ist gut. Nach all dem Wirbel gestern dachte ich, du könntest vielleicht eine schlaflose Nacht gehabt haben. Übrigens habe ich mir überlegt, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass unsere Videothek wieder zur normalen Routine zurückkehrt. Seit Nicole hier ist, waren wir entweder beschäftigt, die Höhlen zu erkunden oder das Laufwerk zu reparieren. Die Videothek war auf Eis gelegt. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es schon Jahre her, als wir uns das letzte Mal irgendwas... Da hast du nicht ganz unrecht. Die Einnahmen als Proxy sind deutlich zurückgegangen. Wenn wir mehr Zeit in den Laden investieren, können wir vielleicht unseren Umsatz steigern. Ich habe 18 in den Lagerraum geschickt, um ein Inventur zu machen, bevor du aufgestanden bist. Bevor wir offiziell wieder öffnen, holen wir alle abgelaufenen Videokassetten zurück, die unsere Nachbarn ausgeliehen haben. Tja, klingt gut. Sollen wir dann los? Das Wetter ist heute schön. Ideal für einen Spaziergang. Tja, jetzt geht das Leben als Proxy los. Ist das jetzt... Meister, der Zeitpunkt wurde aktualisiert. Okay. Hey, you here to play? Ich habe das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Vielleicht habe ich den Herd angelassen und ich habe heute Morgen die Meldung vergessen. Guten Morgen, Asher. Guten Morgen. Oh, du bist es. Wenn ich dich sehe, kommt es mir vor, als hätte ich etwas vergessen, das mit dir zu tun hat. Ja, die Videothek öffnet wieder. Ist dein kleiner Urlaub zu Ende? Oh, ich erinnere mich. Das Videoband, das ich von dir ausgeliehen habe, ist heute fällig. Tut mir leid, dass du hingelaufen bist. Den Überblick über jede Kleinigkeit im Leben und bei der Arbeit zu behalten, ist viel schwieriger als Spiele zu spielen, die nur das Kurzzeitgedächtnis beanspruchen. Wir hoffen, dich bald wieder im Laden zu sehen. Gern, das gleiche gilt auch für dich. Ich würde dich gerne jetzt zum Spielen einladen, aber es scheint, als müsstest du dich um einiges kümmern. Wenn du was Freizeit hast, lass uns ein Spiel spielen. Ich mag diese Rivalität zwischen uns. Tja. Gut, jetzt gehen wir erstmal zum Café und holen uns erstmal das nächste Videoband. Welcome. We have a new roast in today. Please have a taste. Hallo Chef der Videothek. Es tut mir leid, aber das Café hat heute nicht geöffnet. Ich bin hier, um deine ausgeliehenen Videokassetten abzuholen. Oh ja, richtig, der Ausleihzentrum, Zeitraum einer Videokassette läuft bald ab. Ich bringe sie dir gleich. Leider könnt ihr dein persönliches Erscheinen heute nicht mit einem Kaffee vergelten. Wann öffnet das Café denn wieder? Darauf musst du bestimmt nicht allzu lange warten. Wenn die Auswirkungen der Höhlenkatastrophe nachgelassen haben und die neue Ausstattung und die neue Kaffeebohnen geliefert wurden, kann die Koff Café Filiale auf der 6th Street wieder öffnen. Chef der Videothek, wir freuen uns schon sehr auf deinen Besuch. Tja, ich bin ja auf jeden Fall am Start. Klar, ich sage dir dann auf jeden Fall Bescheid. Danke, dass du dir Gedanken um den Betrieb des Ladens machst. Gut. Coffee Mate. Don't touch. Menene. Willkommen, wie bitte brauchst du eine Videokassette, die sich unser Boss ausgeliehen hat? Nein. Bitte, es läuft bald ab, also schnell nehmen. Hat der Laden heute geöffnet? Jo. Nein. Hat der Laden jetzt offen oder nicht? Nein. Wir haben geöffnet, wir machen alles fertig. Nein, Kauf ist dumm, hör nicht auf Kauf.
Die Renovierung ist noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig. Drei Fugen müssen noch sauber gemacht werden. Dummer Kauf. Das werden wir putzen, nicht renovieren. Wir machen es nur unseren Kunden schwer, wenn wir unseren Laden nicht öffnen. Höhlen sind stabil und wir öffnen den Laden heute. Offen. Sobald unser Laden geöffnet ist, fliegen die Dennys nur so herein. Boah, Dennys fliegen nur so rein. Okay. Gut, was ist jetzt schon wieder? Schau wieder vorbei, wenn du fertig bist, da wir schon dabei sind. Baba, weiß, ich habe eine mysteriöse Kreatur gefunden. Eine magische Elfe oder einen wilden Tiger? Komm rüber auf die Seite der Ecke. Okay. Ist sie in Gefahr? Ich bin gleich da. Sei nicht nervös, Weiß. Ich bin nur aufgeregt, eine Katze zu sehen, deshalb habe ich das gesagt. Eine Katze, okay. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt sagt, wieder ein neuer Kunde. Anders kann das Ganze jetzt nicht sein. Ach nö, wirklich bloß eine Katze. Da bist du, sie ist so süß. Sie hat mich die ganze Zeit streichen lassen. Komm und streich sie auch. Tja, wozu auch immer. Weißt du, streichst die Katze schon ziemlich lange. Sind deine Beine nicht müde? Ui, ich kann mich nicht von der Katze losreißen. So, unbesorgt, ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Lass uns ein Foto machen. So ist die Katze jederzeit überall bei dir. Als ob es unser Gespräch gehört hätte, springt das Kätzchen leicht auf die niedrige Mauer nebenan. Was für eine kluge Katze, die der Kamera folgt. Tja. Halte L1 gedrückt, um das Schnellmenü aufzurufen. Tja, bewege den rechten Stick zur Kameraposition und lasse dann L los. Tja. Hast du das Foto gemacht? Lass mich sehen. Deine fotografischen Fähigkeiten sind so zuverlässig wie eh und je. Mann, wie lange sind wir denn schon hier draußen? Wir sollten mittlerweile alle Videokassetten eingesammelt haben, oder? Bang Boo Nummer 18 dürfte wohl auch mit dem Sortieren der Waren fertig sein. Oh, die Katze hätte mich fast in den Verstand gebracht. Es ist Zeit, zurückzugehen und den Laden zu öffnen. Okay, ich werde erstmal zum Laden zurückkehren und mit Bang Boo Nummer 18 Inventur machen. So soll es auch bald zurückkommen, Weiß. Tja, Belohnungsassistent. Du bist ein neuer Proxy, keine Sorge. Die Internet-Belohnungen verhelfen dir zu einer reibungslosen Karriere. Bang Boo, W-Motor, eine Liste mit Agenten, vom kostenlosen Ether-Eignungstest bis hin zu den neuesten Möhrenquellen. Findet sich alles im Internet, was ein Proxy braucht. Neue Proxys bleibt dran für Belohnungsaktionen. Im Internet, schaltet euer Handy ein, um die Belohnungsinformationen aus erster Hand zu erhalten und das luxuriöse Belohnungspaket für neue Proxys sofort abzuholen. Wirklich? Die Aktionfunktion wurde freigeschaltet. Gut. Eine Werbung für Neulinge im Internet. So etwas habe ich ja schon lange nicht mehr bekommen. Kann man diese Benachrichtigung abstellen? Ich glaube, das geht nicht. Aber hey, wenn es um eine Prämienaktion geht, können wir ruhig mal schauen. Auch wenn ich noch eine Weile die Katze streichen möchte, ist es Zeit zurückzukehren. Ja. Was ist das? Okay, Bühnentest. Neuigkeiten einsammeln. Großzügigkeit der Cunning Hares? Melde ich während der Aktionszeitraum an, um Masterkassetten mal 10 einzusammeln. In Anbetracht dieser 10 Masterkassetten können wir doch die vorherige Rechnung. Tja, mal sehen. Neustartbenachrichtigung?
Okay, melde dich während der Aktion insgesamt 7 Tage an. Und deine verschlüsselte Masterkassette mal 10. Okay. Aufsteigender Proxystar. Erhöhe deine Internetstufe und erhalte tolle Belohnung. Manche Proxys werden zu Legenden. Okay. 10 weitere Masterkassetten und 2 Bupon. 10 Bupon. Gut, Iridus Verteidigungslinie. Starte die Kapitelpause von Kapitel 2. Haben wir noch nicht. Anfänger auf dem Weg. Sternlicht-Engine. Prüfung Nummer 3, Höhle 0. Schalte Höhle 0 in der Kapitelpause von Kapitel 1 zur Haupthandlung frei. Okay. Trubelpremiere. Verbleibende Zeit 36 Tage. Die apokalyptische Premiere ist da. Bring deinen eigenen roten Teppich mit. Willkommen, bedien dich nach Belieben. Okay. Das Vorschauvideo. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, das will ich jetzt eigentlich doch nicht machen. Andererseits wäre das jetzt so interessant. Aber andererseits lassen wir das jetzt erstmal hier so. Okay, das ist im Allgemeinen jetzt bloß das Inventar. Also geht jetzt weiter zu R1. Oder erstmal hier hin. Normale Signale. Scheint im Allgemeinen ESSEC jetzt auch ESSEC recht normal zu sein. Noch kein S-Rang-Agenten hier. Naja, dafür haben wir jetzt die Sternlicht-Engine. Ich glaube, jetzt haben wir unseren ersten S-Rang. Hoffentlich ist es jetzt keine Engine. Okay, Grace Howard. Grace Howard ist also jetzt unser erster S-Rang-Agent. Ja, interessant. Gut, dann wollen wir doch jetzt an der Stelle doch mal sehen. Ready for combat. Nothing to fight, only handle technical matters. Tja, Belobog Heavy Industries. Grace Howard. Stufen wir sie erstmal auf Stufe 10 hoch. Und dann die Ausrüstung. Was können wir ihr geben? Donnerndes Gefährt. Das Teil passt also rein. Folgende Effekte können bei Anomaliefiguren ausgelöst werden.
löst beim Treffen und Gegner mit verstärkten Spezialangriffen zufällig einen der folgenden drei Effekte aus. Okay. Gut. Was ist denn jetzt hier mit Cinema? Ah, Blitzstich, eiskalte Eisenhexe, Aufladungshammer. Okay, das ist also noch einiges gesperrt. Aber gut, wir haben jetzt, wie es aussieht, unseren ersten S-Rang-Charakter. Tier ausweichen, Hilfe, Spezialangriff, Hindernisse beseitigen, drücke. Zum Anwenden, Elektroschaden, ziehe beim Anwenden der Fähigkeit den Stick und wie sonst der Figur in die entsprechende Richtung anzupassen. Beim Anwenden dieser Fähigkeit erhöht sich die Stufe des Unterbrechungswiderstands. I only handle technical matters. Okay, Grace, bin aber, sag mal, gespannt, wie du dich hier sagst, schlagen wirst. Können wir jetzt erstmal. Den nächsten Auftrag in Angriff nehmen. Moment, was ist da mit Taktik und Erkundung? Ne, da haben wir noch nichts. Internet? Ja, da ist auf jeden Fall ein Auftrag mit dabei. Zeitplan, Hauptplan und Prolog, Kapitelpause. Immer noch? Okay, wir müssen anscheinend jetzt wirklich erstmal zurück zum Laden und dann mal sehen, was jetzt da gleich hier los ist. Abgesehen davon können wir jetzt auch noch eine Nudelsuppe essen und darüber hinaus auch noch unser neues Rubbellos nehmen. Gut, nehmen wir erstmal noch eine Nudelsuppe. Ah, okay, der nächste Auftrag muss noch genommen werden. Ich habe die Videokassetten sortiert, einschließlich derer, die kürzlich zurückgegeben wurden. Wir haben genug Videokassetten, um den Trieb vorläufig aufrechtzuerhalten, aber auf lange Sicht werden wir mehr brauchen. Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht neu besorgen sollen. Während der Besprechung des Plans für die Aufstockung der Lagerbestände stürmt plötzlich eine junge Frau durch die Tür. Sie kommt mir bekannt vor. Schon wieder Nicole? Nö. Ihr werdet einen neuen Bestand bekommen? Das ist ja toll. Ich habe mir jede Videokassette in diesem Laden schon 10-mal angeschaut. 10-mal? Ich bin Sadie, deine super loyale Kundin. Obwohl ich mich gerne darüber beschwere, dass diese Videothek nur ein ganz begrenztes Angebot hat, wollen die wirklich weiterhin offen bleiben. Schaue ich trotzdem ab und zu vorbei, weil dein Filmgeschmack mit meinem ziemlich übereinstimmt. Anscheinend plant ihr eine Umstrukturierung und Aufstockung. Ja, wir haben eine neue Geschäftsstrategie entwickelt. Bisher hatten wir beschlossen, dieses Geschäft nach dem Motto mit dem Strom schwimmen zu führen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, die Dinge ernst zu nehmen. Um die Videothek erfolgreich zu führen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche weiteren Schritte wir unternehmen wollen. Naja, ich werde mein Bestes geben, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Wenn ich Bang Boo Nummer 18 so fleißig sehe, möchte ich auch helfen. Ihr könnt diesen Stadion wirklich was Werbung gebrauchen. Ich kann euch damit helfen. Warte, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keine Ahnung habe, wie ich das anstellen soll. Naja, keine Sorge, ich zeige, wie es geht. Apropos Werbung, das erste Mal, dass ich diesen Laden betreten habe, war wegen Bang Boo Nummer 18, den ich auf der Straße für einen neuen Film Werbung machen sah. Von Nummer 18 kann ich bestimmt viel lernen, er ist ein hervorragender Anwerber. Tja, schön und gut. Nummer 18. Aber was ist er sagt hier mit den Punkten? Videoarchiv. Faceless Chronic. Okay, das Videoarchiv sammelt Aufzeichnungen wichtiger Handlungen. Agentengeschichte ermöglicht das Erleben freigeschalteter Agentenaufträge. Faithens Chronik ermöglicht das Rückblicken auf abgeschlossene Haupthandlungen. Interessant. Business.
Geschäftsseltsamkeit, Gerechtigkeit. Okay, interessant. Was haben wir jetzt Neues bei der Werkbank? Tja, eigentlich auch nicht gerade sehr viel Neues. Wir hätten hier noch den Dallahan. Aber ansonsten auch nicht gerade sehr viel. Tja, wundert mich an der Stelle wirklich ein klitzekleines bisschen, dass der Prolog wirklich immer noch am Laufen ist. Jetzt, wo wir wieder im Geschäft sind, lasst uns unsere Videokassetten sortieren. Wähle zuerst Videokassetten aus, die ausgestellt werden sollen. Okay, wähle ein möglichst beliebtes Thema, um mehr Kunden anzulocken. Okay. Finde die passenden Videokassetten und stelle sie ins Regal, okay. Organisiere auch die restlichen Regale, okay. Die Videokassette sollte sehr beliebt sein. Jetzt ist nur noch ein Regal übrig. Wähle diese als die letzte Videokassette. So sollte es gehen. Tja, Don't Touch, Coffee Mate und Sternlichtritter. Dies spiegelt die Beliebtheit der Videokassetten wider. Überlassen wir Nummer 18 die Werbung für das Geschäft. Öffne das Geschäft, wenn du bereit bist. Tja, möge das Geschäft gedeihen, Dennis strömt wie Fluss herein. Okay. Nummer 18 sieht so cool aus, wenn er Werbung für den Laden macht. Mit der Unterstützung von Bang Boo Nummer 18 und unserem engagierten Management werden wir sicher immer mehr Kunden in unserem Laden begrüßen dürfen. Gut. Chef, ich bin's, Billy. Ich bin also die erste Person in Cunning Harris, die einen neuen Kontaktkarten hat, nachdem er Konto gern hat. Erwähne diese traurige Geschichte nicht. Es tut mir leid, Chef. Keine Sorge, mit euch Geschwistern und uns guten Freunden wird alles gut werden. Ja. Wie wäre es, wenn wir als gute Freunde heute nach langer Zeit wieder was zusammen unternehmen? Die Spielhalle in der Nähe deines Hauses auf der 6th Street hat zwei neue Spiele und wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Okay, los geht's. Oh mein lieber Gottfinger, meine geisterhaften Finger haben sich nach dem Spielen gesehen. Wir sehen uns in der Spielhalle. Also Zeit für ein paar Minispiele. Gut.